Also die Ermittlungen der Mordkommission in Dresden und der Staatsanwaltschaft haben heute zur Festnahme eines 26-jährigen Eritreers geführt. Der steht im Verdacht, seinen Mitbewohner nach ersten geständlichen Einlassungen im Zuge eines Streites um die Haushaltsführung, der eskaliert sei, im Innenhof des Wohnhauses mit Messerstichen tödlich verletzt zu haben. Wir haben heute beim Amtsgericht Dresden Haftbefehl beantragt und der Haftbefehl wegen Totschlags ist erlassen und in Vollzug gesetzt worden. Soweit also Jan Hille über den momentanen Stand der Ermittlungen. Diese Nachricht, Herr Professor Patzelt, ist das nun Wasser auf die Mühlen von Pegida? Also es ist zunächst einmal eine gute Nachricht, dass nicht Deutsche hier auf Ausländerhatz gegangen sind. Und es ist etwas, was man dann hinterfragen muss, warum nämlich im Grunde so viele eigentlich nur darauf warten, dass sich bewahrheitet, dass hier Deutsche vor lauter Ausländerhass einen Asylbewerber umgebracht haben. Und dass, wie damals im Fall Sebnitz, ein großer Teil der Öffentlichkeit davon ausging, wenn Pegida demonstriert, dann müssen doch Ausländer umgebracht werden. Und wir sollten einfach die Dynamik unserer Etikettierung solcher Ereignisse überprüfen. Mhm.